Ja, moin moin Leute und herzlich willkommen zurück bei Hogwarts Legacy. Wir sind wieder da, hier in unserem Tiergehege, Tiergewesen, ja, bei den Tierwesen, ihr wisst schon. Auf jeden Fall war die letzte Folge sehr, sehr cool. Wir haben unsere eigenen Tiere jetzt gerettet, ja, gefangen ist, wäre der falsche Begriff dafür. Wir haben sie gerettet. Ja. Und das war sehr cool. Könnt ihr gerne mal in das letzte Video reinschauen. Also dementsprechend haben wir das jetzt auch freigeschaltet. Wir können Tiere retten. Ja, das Wort fangen möchte ich gar nicht im Mund nehmen, weil hier wird wirklich nur retten erwähnt. Und da können wir unsere Materialien halt von denen alle halbe bis dreiviertel Stunde, je nachdem, was wir ein Tier dann bekommen und unsere Rüstung verbessern. Sehr, sehr geil. Ich finde das wirklich sehr cool gemacht. Ne? Jetzt sammeln wir erstmal die Dipdarmsamen hier. Oder gibt haben Pflanzenblätter. Und lassen hier schon mal ein paar Mega-Power-Tänke machen. Oh. Und dann können wir losziehen schon mal. Oh, wir, uns fehlt Horklumpfsaft. Ich hoffe, wir können irgendwann mal auch Horklumpfsaft hier irgendwie anbauen. Genau. Jetzt ziehen wir erstmal weiter. Ja. Gucken wir mal den nächsten Auftrag an, was uns so erwartet. Im Schatten des Anwesens. Professor Gerlichs Aufgabe. Beschaffe und teste ein Venomosa Tentacula. Beschaffe und teste ein Alraune gegen mehrere Gegner gleichzeitig. Okay, das können wir irgendwann mal machen. Professor Onnays Aufgabe. Wirke der Pulse auf einen levitierenden Gegner. Aha, das können wir eigentlich verfolgen. Folge den Schmetterling. Wir können natürlich auch den Schmetterlingen folgen. Und gleichzeitig die andere Aufgabe machen, die wir haben, ne? Mit dem levitierenden Gegner und der Pulso, weil im verbotenen Wald, ihr wisst ja selber, da gibt es ja immer ein paar Gegner, die man mal machen könnte. Aber hier, folge den Schmetterling. Die Aufgabe machen wir mal im verbotenen Walde. Vielleicht können wir dann gleich einen Gegner levitieren lassen und der Pulso auf den wirken. Dann haben wir gleich zwei Aufgaben auf einen Schlag erledigt. So, erstmal die Ausrüstung hier ändern. Wir brauchen auf jeden Fall Depulso. Das ist auf 1. Levioso mache ich mal auf 4. Dann auf 2. Depulso haben wir. Glacius können wir mal nehmen, ne? Mit dem Glacius können wir die sonst einfrieren, wenn mal was ist. So, jetzt bin ich mal gespannt im verbotenen Walde. Was wir da vorfinden. Wir sollen ja den Schmetterling folgen. Ne? Das ist ja eine Aufgabe. Und dann finden wir auch... Sind das Tierwesen? Ich glaube nicht, ne? Da sind sie. Das sind die Schmetterlinge. Sie hat sich das nicht ausgedacht. Okay, dann folgen wir mal den Schmetterling. So weit, so gut. Da ist ein Gegner. Miss Willard, sie bekommt dann ihre Antwort zu dem Schmetterling. Confringo! Levioso! Komm hoch. Levitieren lassen. Wir wollten ihn einmal levitieren lassen und dann Depulso. Depulso. Nein, hat nicht geklappt. Oh, aufs Maul bekommen. Levioso. Depulso. Okay, das war jetzt so, wie wir es fast gemacht hätten sollen. Mit alter Magie durch. Oh, der macht uns fertig. Ey. Er macht uns fertig. Wir müssen vorsichtig sein. Erstmal. Und dann. Hat nicht geklappt. Alte Magie, sollen wir auch noch einen Gegner besiegen. Ja? Dann machen wir das erstmal. Sehr schön. Was liegt denn hier auf dem Boden? Rebellion. Hier ist was. Hier war was, Leute, gerade. So eine Ach so, nee, das sah aus wie so eine Schriftrolle. Okay, dann ziehen wir mal weiter. Den Schmetterlingen nach. Steine nehmen wir mal mit. Wo fliegen die Schmetterlinge? Da sind Spinnen. Da könnten wir auch versuchen, gleich die Aufgabe mal zu lösen. Oh, da ist was. Aha. Sieh sich das einer an.
Das war's schon mit der Aufgabe. Ich möchte noch mit dem Spinnen kurz probieren, mit diesem Levitieren. Und diese Combo. Aufgabe einmal lösen. So, einmal levitieren lassen. Oh, da ist ein Mensch! Oh, das war falscher Zauber. Ja, Aufgabe gelöst. Aufgabe gelöst. Das ist sehr cool mit den Kombos. Kann ich ihn nicht retten, Mann? Ich würde den ja mal gerne helfen. Das kann ja wohl nicht wahr sein, dass ich den nicht helfen kann. Vielleicht muss ich die Spitze erstmal töten. Ey, das ist ja richtig grausam, dass der in so einem Spinnennetz gefangen ist. Der Mensch da. Der braucht offensichtlich Hilfe. Und ich kann ihm einfach nicht helfen. Das finde ich ein bisschen sehr schade. Ja, doch. Ich kann ihm helfen. Oh, oh. Oh mein Gott. Spinnenplage. Okay, das sind wirklich viele. Aber von Level her machbar. Ich muss raus aus der Ecke. Ich muss raus aus der Ecke. Boah, gerade so noch eingefroren. Oh, jetzt kommen die kleinen Spinnchen auch noch. Sehr schön, wir sind fast Level 19, Leute, so nebenbei mal. Läuft. Wir haben den Kerl geholfen. Der ist verschwunden auf einmal. Warum? What? Der ist einfach abgehauen, hat sich nicht mal bedankt. Das ist aber nicht nett. Aber egal. Hauptsache, wir haben ihn gerettet. Können wir hier weiter? Mal ein bisschen hier gucken, vielleicht finden wir noch irgendwie was, wenn wir schon mal hier sind. Alte Magie. Da sind wir auch schon gleich Level 19 hier. Jetzt, den Pulso-Kombo. Okay, den haben wir erledigt. Besiege Spinnen. 40 Stück sollen wir besiegen. Dann haben wir auch schon so ein Zwischenziel wieder erreicht. Also ich finde, das Kämpfen macht dir wirklich Spaß. Man hat so viele Möglichkeiten, so viel Zauber und Kombo und alles. Da kann man schon echt durcheinander kommen. Bisschen bei den ganzen Kombo-Möglichkeiten, was man hat. Wir machen jetzt einmal die Aufgabe zu Ende. Und dann habe ich noch was vor, Leute. Ich möchte auf jeden Fall schon mal besser aus. Mal nochmal wegen einem Tierchen gucken. Oh, wir können auch schnell hinfliegen, ne? Nach Hogwarts mit der Schnellreisefunktion. Dann möchte ich vielleicht noch den ein oder anderen neuen Tierwesen mal einfangen. Oder retten. Wie das schön heißt. Bin ich falsch hier, oder? Okay, wir fliegen einfach mal dann los, weil irgendwie finde ich das auf der Karte nicht so. Beschleunigen. Okay, das ist nur die Steuerung. Genau, dann fliegen wir mal dahin. Erledigen die Aufgabe und dann schauen wir mal, ob wir vielleicht den ein oder anderen Tierchen noch einfangen. Worauf ich wirklich Lust hätte. Vielleicht unsere Kollektion zu erweitern und dadurch dann Materialien zu farmen. Und uns abzusichern, dass wir immer wieder was haben, die wir sonst so noch nicht haben. Ja. So. Bin ich jetzt weit? Muss ich noch voll weit, oder? Okay, im Turm da vielleicht? Ich guck mal auf die Karte. Also wir sollen hier hinfliegen, aber irgendwie. Oh, das ist aber weit. Das ist richtig weit. Ist das die Aufgabe? In Schatten des Anwesens? Nee, das ist nicht die Aufgabe. Ist die denn markiert? Ah, okay, ich weiß Bescheid. Okay. Das ist die Hauptaufgabe. Wir müssen diese Markierungen da. Die habe ich jetzt übersehen. Ich gehe mal nach diesen gelben Markierungen, ne? Weil ich immer denke, das ist mal die Aufgabe. Wobei das immer die Hauptaufgabe nur ist. Wir wollen ja aber die Nebenaufgabe hier einmal erledigen mit den Schmetterlingen. Und natürlich mit diesem Zauber, was wir da gemacht haben. Warte mal. Da kann ich doch die Schnellreisefunktion nutzen. Also, in Hogwarts hatten wir doch auch eine Nebenaufgabe. Mit diesem Zauber, was wir
vorhin gemacht haben bei dem Spinnen, dass sie levitieren sollen. Irgendwie finde ich das aber nicht so. Mann. Ne, finde ich nicht. Okay. Dann ab nach Hogsmeade. Die eine andere Aufgabe wenigstens abgeben. Vielleicht ist sie auch da, wer weiß. Da, ja. Genau, dann gehen wir die mal ab. Auf jeden Fall. Und dann schauen wir mal gleich, was wir dafür kriegen. Wir sind schon fast Level 19. Also Level 19 sollten wir damit dann auch knacken. Nehme ich mal stark an. So. Ach, jetzt bin ich wieder bei dieser... Achso, nee. Alles gut. Das ist mit der Frau mit den Schmetterlingen. Und hier ist wieder dieser komische Grafikfehler. Ganz komisch. Hallo, Miss Willardsey. Was ist passiert? Hast du sie gefunden? Sie führten mich in den Wald und enthüllten einen Schatz. Oh, wie schön! Ich bin froh, dass du für deine Mühen belohnt wurdest. Vielleicht kann ich mich eines Tages dazu durchringen, in den Wald zu gehen. Fürs Erste bin ich einfach froh zu wissen, dass etwas so Schönes dort wartet, falls ich mich traue. Kriege ich kein XP? Doch, wollte schon sagen. Sirona hatte auch eine Aufgabe für uns. Die können wir kurz annehmen. Level 19, nice. Jetzt schauen wir uns mal kurz Sirona nochmal an. Hallo Sirona. Danke für die Eule. Wie geht es Ihnen? Ah, hallo. Haben Sie Lodgok gefunden? Ich habe mit ihm geredet. Das habe ich, danke. Wir haben uns nett unterhalten. Er lässt grüßen. Das freut mich. Ich werde nicht nach weiteren Einzelheiten fragen. Und ich werde Sie nicht erneut ermahnen, vorsichtig zu sein. Aber bitte seien Sie's, was immer Sie auch vorhaben. Ich... natürlich. Sie haben erwähnt, dass Sie Hilfe bei etwas brauchen. Das stimmt. Ich dachte, Sie wären genau die richtige Person, um meiner Freundin Dorothy Sprottle in Upper Hogsfield zu helfen. Ich glaube, ich kenne Mrs. Sprottle noch nicht. Sie ist reizend. Ihr verstorbener Mann Aiden war ein Freund meines Vaters. Ich habe bei Dot und Aiden gewohnt, wenn ich hier im Sommer als Schülerin gekellnert habe. Seit Aidens Tod habe ich sie einige Male gesehen, aber hier war zuletzt so viel los, dass ich nicht besonders aufmerksam war. Ob Sie wohl bei ihr vorbeischauen könnten? Sie braucht vielleicht Hilfe beim Sammeln einiger Zutaten für den Mega-Power-Trank. Und Sie könnten dabei auch etwas für mich wiederfinden. Eine Schachtel mit alten Briefen und derlei. Ich könnte bei ihr vorbeischauen. Ich werde versuchen, bei ihr vorbeizuschauen. Das würde mir wirklich viel bedeuten. Und Dorothy sicher auch. Aiden wollte mir die Briefe bringen, als er krank wurde. Dot weiß, wo er sie verloren haben könnte. Sie finden das Dorf nördlich von Hogsmeade. Bitte grüßen Sie Dot von mir. Das machen wir gerne. Wobei ich jetzt eigentlich ein paar Tiere fangen wollte noch in dieser Folge. Aber das wird wohl nichts, Leute. Weil ihr seht, man kriegt hier eine Aufgabe, ein To-Do nach dem nächsten. Hier ist schon wieder was zu tun, glaube ich. Na, wonach suchen Sie heute? Besenverbesserung. 1000 brauchen wir. Ich verkaufe meine Sachen und dann nehmen wir uns die Besenverbesserung. Also das brauchen wir eh nicht mehr. Das kann alles weg, Leute. Und dann nehmen wir uns die Besenverbesserung auf jeden Fall. Die brauchen wir eh nicht mehr, die ganzen Sachen. Und die Besenverbesserung kaufen. Und dann haben wir auch, glaube ich, schon die nächste Aufgabe auch abgeschlossen. Sie werden diesen Besen lieben. Das verspreche ich Ihnen. Wissen Sie, halb Hogsmeade hat sich im Laden nach den Gerüchten zu einer Besenverbesserung erkundigt. Ohne Ihre Informationen hätte ich doppelt so lange gebraucht. Vielen Dank nochmal. Es mag ambitioniert klingen, aber ich arbeite bereits an der nächsten Verbesserung. Die ist noch komplizierter als die letzte. Haben Sie vielleicht Interesse, mir noch einmal zu helfen? Bei Irondale gibt es noch eine Strecke, die Miss Reyes gemeistert hat. Wenn Sie diese erste Verbesserung dort ausprobieren, kann ich die nächste entwickeln. Sie denken doch darüber nach, oder? Das machen wir doch gerne. Klingt, als ob Sie sich selbst übertreffen. Wenn ich kann, dann helfe ich. Danke. Dieser erste Erfolg ist erst der Anfang von dem, was ich für das Besenfliegen erreichen kann. Melden Sie sich schnellstmöglich wieder bei mir. Sehr schön. Dann geht's los. Wir können ja mal ganz kurz noch den Besen testen, Leute, dass wir das... Oh, hier können wir ja gar nicht fliegen. Okay. Dann machen wir das in der nächsten Folge. Ja, ich würde sagen, ich bedanke mich fürs Zuschauen.
Daumen nach oben, Abo da lassen, wenn es euch gefallen hat und ihr mich auch wieder mal unterstützen wollt. Würde mich riesig freuen. Ansonsten, jo, würde ich dann in der nächsten Folge genau wieder hier einschalten, Leute. Ich sag dann schon mal Tschüss und bis zum nächsten Mal.